Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus euch zu The Crew. Und heute werden wir mit den Roof. Ja, kein Porsche. Aber ich nenne trotzdem einfach mal Porsche. Und zwar mit diesem Prachtstück werde ich jetzt einfach mal ein Liga-Rennen machen. Und ihr merkt schon, es wird langsam Nacht. Und wir werden erstmal zum Ziel fahren. Ihr wollt ja gerne immer ein bisschen mehr sehen. Und heute bei Nacht. Oh, geht es auch mal. Das nehmen wir mal nicht mit. Ich hasse diese Sachen. Ach, scheiße. Na gut, dann nehmen wir es doch mal mit. Gerade bei Nacht ist es nicht so einfach. Uiuiuiui. Eigentlich wollte ich ja mal gucken, dass es hier wieder weitergeht mit diesem Summit. Aber irgendwie muss ich noch ein paar Tage warten, bis es dann soweit ist. Dieses Event werde ich natürlich dann wieder mitnehmen. Mal schauen, wie weit wir dann kommen. Ich fahre ja wirklich wie ein Osterei. Ui. Und wir werden auf jeden Fall dann wieder ein bisschen Tag haben, wenn wir das Event starten. Vielleicht sollte ich ja auch in der Cockpit-Perspektive mal eine Runde rumdödeln. Eieieiei, und da fliege ich! Nein! Nein! Gut, egal. Egal, wir haben es nicht geschafft. Fahren wir mal ein bisschen Cockpit. Ja, jetzt will er uns noch ein bisschen was zeigen. Nein, das wollen wir nicht einbauen. Schicken wir jetzt ins Hauptquartier. So. Fortfahren. Gehen wir mal in die Cockpit-Perspektive und fahren mal nach so ein paar Runden. Das ist natürlich nicht einfacher, aber wie gesagt, das lässt sich auf jeden Fall gut steuern mit dem Controller, muss ich ehrlich sagen. Wir werden aber aus der Third-Person-Perspektive mal eine Runde drehen. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr die Crew sehen wollt. Mehr aus der Cockpit-Perspektive oder doch eher von außen. Oh, Lichter von vorne. Und hier schön lang driften. Schubrakete. Mal sehen, wie ich mich jetzt hier schlage. Oh, so cool kommt der wirklich gut an. Aber ich muss hier alle. Auf einmal war eine Wand. Und dann rennt ein Hund rum. Der einsame Wolf. So, gehen wir wieder nach außen. Hier sieht man ja nicht, ne? Was ist das für ein Mist hier? Was jetzt? Was will er von mir? So weit wie möglich kommen oder was? Ui, ui. Komm, 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 komm. Ui, komm. Schubrakete, komm, 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 komm. Bronze. Was auch immer. Mal sehen, das wird wahrscheinlich wieder ein schlechtes Teil sein. Naja, brauche ich nicht. Und weiter. Früher hat er immer hier zurückgesetzt. Macht er nicht mehr. Muss man mal auf der Straße gucken. Ich gucke irgendwo hin. So. Wir haben nur noch 2,5 Kilometer, dann werden wir das Event mal starten. Wir wollen ja bei The Crew. Eieieiei. Wollen wir ja endlich mal ein bisschen vorankommen in der Liga, in allen Sachen und Geld zusammen suchen oder wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Geld, um auch diverse Fahrzeuge zu holen. Ich möchte ja unbedingt ein Motorrad haben. Oh. Warum nicht einfach umständlich machen, ne? Weil ich muss mir unbedingt hier diesen in Anführungsstrichen Porsche holen. Der ist ganz cool, der Porsche. Oh. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Hi. Oh, ich habe irgendwas. Ah. Freigeschaltet wieder. Na. Gut, jetzt sind wir hier. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. 200 Crew-Punkte gibt's. Also nicht so viel. Und wir fahren am Tag. Ja. Mal sehen, was unser Gegner für Fahrzeuge aufwarten. Naja, denke ich mal, mit dem Porsche kann ich hier mithalten. Oder hoch. Und zum Anfang werde ich gleich mal ein bisschen Schubpakete geben. Ich denke mal ganz ausgeglichen. Ich habe das stärkste Fahrzeug im Feld. Oder, ja. Oh, oh, ein Kanickel. Ach, hier, so ein Springbock. Da haben wir doch... Oh, yeah, yeah. Da bin ich ein bisschen übers Ziel hinaus.
Na, 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 mein Freund Blase. Was willst du denn? Da habe ich da mal richtig schön weggedreht. Den Kollegen. Ui, ui. Guck mal, ganz schön zickig der Wagen jetzt. Ja, das letzte Mal habe ich ja so Crew mit den Soul Cruiser gemacht. Und mit dem Panther. Und da ist mir dann der Rechner so ein bisschen. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. Irgendwie hat mein Rechner Probleme. Ich werde mir auf jeden Fall nicht einen neuen Rechner holen, aber neue Teile. Ui, schöner Drift. Und das bedeutet, eigentlich wollte ich meinen Rechner aufrüsten, wenn eine neue Grafikkarte am Start ist. Also, ich habe ja noch eine 87. Macht die Aufgabe super. Und bei mir kommt auch nur Nvidia rein. Nichts anderes, kein AMD-Schüssel. Muss aber jeder selber wissen, was er findet. Und ich bin so ein gebranntes Kind mit AMD. Ich hatte damals mal Probleme mit AMD-Grafikkarten, gerade wo GTA 4 rauskam. Ei, 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 was war denn das jetzt? Und deswegen hält man sich das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht ein dummes Angewohnheit. Aber ist halt nun mal so. Und ja. Ich hoffe, es wird dann quasi eine 1080 vielleicht. Werde ich mir dann auf jeden Fall sofort holen. Und ein neues Mainboard. Yeah. Prozessor, denke ich mal, brauche ich nicht. Und für alle, die wissen wollen, was ich alles so für Sachen drin habe, einfach auf meinen Kanal, auf unter uns. Oder unter mir. Mir, dir, weiß ich doch nicht. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal gucken, was ich für Sachen am Start habe. Oder wie ganz schön ausfahren können. Ne? Ich vergesse auch immer den Turbo Boost, muss ich ehrlich sagen. 8 von 15 haben wir es ja gleich geschafft. Ah, schön. Ja, passiert bei Dungeon. Und ja, dann werde ich mir auf jeden Fall, ihr könnt ja unten in den Kommentaren mal reinschreiben, was ihr für Grafikkarten in euren Rechner habt. Ja, und dann könnt man ja vielleicht mal ein bisschen die Vor- und Nachteile, könnt ihr ja mal reinschreiben von diversen Karten. Also dieses, wie hieß denn das von AMD nochmal? Ach, das haben sie da so großartig angepriesen, wo Battlefield 4, diese Schnittstelle. Oh, schöner Drift. Ach, habe ich schon wieder vergessen, Alter. Beim Rennen. Ihr wisst ja. Komm hier. Kommt der hier dann? Nee. Ja, jedenfalls werden ja auch irgendwann mal die nächsten Spiele rauskommen mit Direct 12 und da sollte dann schon mal eine neue Grafikkarte am Start sein. Ich weiß gar nicht, 780 hat die eigentlich Unterstützung für Direct 12? Ja. Und da ist er. Im Ziel. Yippie-ki-yo, Schweinebacke. Hat er euch gut gemacht. Da steht er. Mission erfüllt. Und ja, vielleicht werde ich mir irgendwann mal an so ein Stundenrennen ransetzen. Also, bevor ich das mache, müsst ihr aber auch ein bisschen agieren. Und ja, vielleicht schaffe ich ja 20 Leute, die hier unten Hashtag eine Stunde reinschreiben. Dann werde ich mir vielleicht mal hier hinsetzen und dann mal so ein Stundenrennen machen. Nicht im Stundenhotel, sondern hier auf der Strecke. Eine Stunde The Crew, um hier ein bisschen Punkte zu sammeln. So, das soll es gewesen sein. Aber wir können ja mal was anderes machen. Wir gehen mal schnell auf die Karte und schauen uns mal, wo haben wir die ganzen Händler? Weil ich würde ja gerne mal schauen, was für ein Motorrad ich kaufen könnte. Wo ist denn der Rotz? Spieler. Das wollen wir nicht. Fraktion hatten wir. Erkundung. Wo war denn das nochmal? Story Mission Standort. So, jetzt wollen wir mal schauen. Das war Dragstar.
haben wir jetzt. Hier ist Monster Truck. Hier ist Motorrad. Im mittleren Westen. Gut, lass uns mal dahin spawnen. Blitzreise. Und wir gucken uns mal an, was für ein Motorrad. Dann könnt ihr ja gerne mal abstimmen, was für ein Motorrad ich vielleicht auch nehmen soll. Also, habt da ein bisschen was zu tun. Ach so, beitreten. Ich wollte jetzt mit den Rädern so ein bisschen durchdrehen lassen. Da kommt der Anni. Ja. Ich bin noch am Überlegen. Ich könnte ja mal eine kleine Testfahrt machen. Die Halle. Vielleicht mache ich ja ein separates Video. Motorradauswahl. Weil. Gucken wir mal. Ich denke mal, mit so einer komme ich nicht so gut an. Aber ich würde gerne. Die auch nicht. Hier, die Kawasaki Ninja H2. Oder die BMW S1000. Muss ja wirklich sagen, mir gefällt die. Was ist denn das für eine Karre hier? Bitte ein Ducati. Ach, guckt euch mal den. Ach, hört doch auf. Guck mal, wie teuer das alles ist. Ach, du Scheiße. Okay, ich habe ja diese komischen Fraktionspunkte. 319.000. Oder die BMW. Das wird jetzt übel. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen fahren. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein Video machen, wo wir einfach mal so eine Testfahrt machen zwischen der BMW oder der Kawasaki. 210, 199 PS, 113 Newtonmeter von 0 auf 100 an 3,1. Da ist auf jeden Fall die Ninja besser. Aber irgendwie finde ich die BMW cooler. Ach, die hat einfach bessere Eckdaten, ne? Die Ninja. Ja, dann würde ich einfach an dieser Stelle, möchtest du? Ja, möchte ich. An dieser Stelle das Video aufhören. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich überhaupt mal so eine Testfahrt mache. Und dann werden wir auf jeden Fall mal abstimmen, ne? Werde ich so eine Abstimmung machen unten und dann werden wir mal sehen. Mit den Worten würde ich hier einfach mal einen Fisch machen. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.